Herzlich willkommen, Damen und Herren, zur nächsten Folge. Wir lunzen mal, was hinten im Apartment jetzt ist. Ob sie vielleicht noch da sind, KKs Freunde. Ob sie vielleicht alle schon abgehauen sind. Ich kann hier keine Tori sehen. Ich sehe mich mal um. Moment. Der Mann namens Dale, ein Aufsicht von E.T. in der über der Sprache. Was macht ihr denn? Beeilt euch oder wollt ihr, dass er bekommt, was er will? Der Nebel hier kommt aus einem Schrein im Südwesten. Okay, sorry. Hat etwas gedauert. Hast du Erika gefunden? Erika? Nein, wir haben gerade größere Sorgen. Jetzt macht hin! Sorry, Bro. Ich meine, Sis. Hey. Erika? Sieht aus, als wollte sie uns etwas mitteilen. Wirklich? Aber wem vertrauen wir jetzt? Ich weiß, auf wen ich setze. Okay, wir wissen schon mal, wie wir den Nebel wegmachen. Also wo der Schrein ist. Der erwachte Key. Eine von Kaka verfasstes Bericht über das massenhafte Verschwinden von Kiefer. Ja, wir machen das kurz wieder, bevor ich das vergesse. Fähigkeitspunkte. Wir haben 30 Stück schon wieder. Ja, den Bogen, ja, verbessern wir doch eh nie. Also. Wir könnten höchstens dann mal leveln, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Nahrung tragen können. Auf Fähigkeiten. Hier, schnelleres Schießen. Hey, du wirst langsam besser. Irgendwas ist mit dieser Wohnung faul. Hier stimmt was nicht. Noch Geister? Mal gucken. Aber Erika, ich habe ein mieses Gefühl. Sieh dich um. Gedankenlesen. Wer ist das denn? Vielleicht sollte ich mir was Neues suchen. 5 Grad zwischen Zeitschriften. Streicheln, ne? Miau. Katze weiß nicht, wer ich bin. Sie ist verwirrt. Ich stehe einfach in ihrer Wohnung plötzlich. Das hört sich ja wie so ein Phantom an. Hallo. Futter? Habt ihr Futter? Du hast da was stehen. Hallo? Na, meine? Sterb! Sie haben sich wohl gemeinsam um die Katzen gekümmert. Die hatten wohl was Größeres vor. Noch eine Seelenspur. Ist das Rinko? Warte, hier ist noch jemand. Ich habe sie im Krankenhaus gesehen.
Sie gehört zu den Besuchern. Ich wusste, dass sie nicht echt ist. Sie müssen Rinko geschnappt haben, als sie Erika gesucht hat. Geh hinaus. Dann ist die Katze jetzt wohl aus dem Sack, ha? Huh? Könnte man sagen. Gut, dann hat die ganze Heimlichtuerei auch mal ein Ende. Ich lass euch einfach hier drin. Was? Klingt nach dem nächsten Bossfight. Sie ist weg. Sie kann nicht weit sein. Finde sie. Drüben! Rinko, das verzeihe ich dir sicher nicht. Okay, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber wir können zumindest wieder gemeinsam kämpfen, oder? Vielleicht. Hängt von dir ab. Mein Kopf. Was ist denn jetzt? Ich bin, aber ich bin da. Sieht aber mal abgefahren Geld aus. Rinko, halt sie noch etwas länger zurück. Wir holen uns Rinko zurück. Stern. Komm zurück, Rinko. Wir sind wieder draußen. Wo ist Rinko? Los, finde sie. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Sieht aus wie der Spielplatz von vorhin. Sie hat sich von Rinko gelöst und ist weg. Wo ist Rinko? Das Katzengesinge hier. Parkour. Hallo? Oh, ein Glück. Es geht dir gut. Ja, alles gut. Was ist mit dir? Alles in bester Ordnung. Ganz sicher? Ja, für alles ganz. Und ich konnte dadurch auch ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ich weiß jetzt, wo der Nebel herkommt. Ich werde euch alles erklären. Jetzt? Oh, ich brauche erst was zu schreiben. Ich habe meine falschen Klamotten an. Das Gute an meiner neuen Form ist, dass ich keinen physischen Einschränkungen mehr unterliege. Ich übertrage es einfach an euch. Den Rest müsst ihr selbst erledigen, Jungs.
Aber erstmal Nebenquest. Kümmern wir uns um die neuen Tori. Neu aufgedeckt, Tori. Dank Ringo kannst du jetzt zusätzlich Tori sehen, einige dieser Tori, um den Nebel in ihrer Umgebung zu beseitigen und neue Gebiete zu erkunden. Also, Nebenquest. Hey. Sind nicht weniger. Bring, bring. Was ist das hier? Achso. Boah, irgendwas hier, muss ich sagen. Ja, gleich hier. Bei den Wohnblocks hatte ich immer ein mulmiges Gefühl. Dort ist es zu ruhig. Vertreib's nicht! Raus da! Sieht das was? Nicht weiter. Ja, ich bin auf dem Weg. Muss mich kurz überlegen, wie ich da hochkomme. Wenn dich stört, wo dann? Ehrlich, wenn dich stört, wo dann? Schon. Oh. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch bei jedem Tor eine Verbesserung. Also eine Kette stand auf jeden Fall da. So eine Kette. Wir haben es gleich. Halt die Augen auf. Wow. Früher oder später werden sie aus ihren Löchern kriechen. Ich hab ein bisschen mehr gehofft, wie ich bin. Das als nächstes. Ja, man kann ja nicht auch stehen bleiben. Ah, ich würde jetzt gerade echt nicht machen, die Scheiße. Band ist die Story weitermachen. Es ist ja schön, gut stärker zu werden. Eigentlich will ich stärker werden schon, aber. Auf den anderen Würfel ab!
bin erledigt. Du hast doch gar nichts gemacht. Naja, halt ein bisschen XP noch, das ist ja okay. Da ist es. Ja, das muss ein Ethan-Moment sein. Es hat uns nicht bemerkt. Komm, wir schleichen uns an. Jag ihm einfach hinterher, bis es stehen bleibt. Tja, Bro, hier ist Endschutz für mich. Entwischt. Wir sollten nee, dorthin zurück, jetzt wo wir angefangen Bock. Haben. Vielleicht ist es ja noch da. Das ist ja total anstrengend. Sammeln Sie noch kurz die Geister auf. Überlass das dem Profi. Schon lästig genug, dass sie noch so einen Schatzfluster vorhaben. So ein paar XP hier. Das Ethan-Moment wieder. Lass dich nicht wieder abhängen. Bleib ja, dran. Nutze Greifhaken und gleiten. Das ist ein netter Booster. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns das mal in der nächsten Folge wieder und somit auf Wiedersehen.